Hallo, willkommen bei Update mit CFD. Heute stelle ich mal ein paar Geräte vor, die zum Schleimlösen gedacht sind und auch zur Atemtherapie. Kommen wir einmal zum Cornett. Das ist dieses hier. Das kann man ganz unterschiedlich anwenden, egal in welcher Position. Das ist lageunabhängig. Hier wird eingeatmet und da merkt man dann, wie die Luft hinausströmt. An diesem Rädchen kann man dann die Stufen einstellen, größerer Widerstand, geringerer Widerstand. Das soll für die unteren Atemwege sein, reduziert Husten und Atemnot und kann dann eventuell auch den Antibiotikabedarf oder die Krankenhausaufenthalte reduzieren, wenn man das regelmäßig durchführt. In der Regel wird so dreimal am Tag empfohlen, beziehungsweise wer ganz aktiv gerade eine Bronchitis oder eine akute Infektion hat, der soll das natürlich etwas öfters einsetzen. Sinn der ganzen Sache ist, die Atemwege so von Bronchialschleim zu befreien. Das sind sehr gute hygienische Anforderungen, kann man hier auseinanderbauen. Da gibt es so ein Stäbchen, das geht hier rein und macht das Ganze von innen dann auch sauber. Man kann es aber auch einmal ins kochende Wasser hineingeben. Über die Adapterlösung könnte man dann Feuchtanleber noch dran machen und kann dann entsprechend auch die Medikamente, die man sonst noch einnehmen muss, damit dann aufnehmen. Ja, für Kinder und Erwachsene geeignet und wie gesagt, man kann im Liegen wunderbar Therapie damit machen und dann löst sich auch der festsitzende Schleim wesentlich besser. Ja, ein ähnliches Gerät ist dieses hier. Hier kann man hier über die 1, 2, 3, 4 Stufen kann man das einstellen. Dann wird hier ausgeatmet, über die Nase eingeatmet. Hier kann man noch verschiedene andere Adaptergeräte dran bauen, wo dann die Inhalation dann besser damit durchgeführt werden könnte. Das ist in dem Sinn dann eigentlich sehr schön, weil das auch ein bisschen handlicher ist. Man kann es hier halt ganz gut festhalten und kann dann entsprechend in das Gerät wunderbar ausatmen. Ist ein bisschen teurer, kostet ein bisschen mehr, kann man aber alles von deinem Arzt verschreiben lassen. Wer dann noch einen Luftröhrenschnitt hat, der kann das entsprechend da in diesem Bereich ansetzen und kann auch dadurch dann seine Atemtherapie ausführen. Ja, dann haben wir hier das BEP. Das ist eigentlich auch sehr schön. Na, das heißt also ein Positiv Expiratory Pressure wird aufgebaut, also ein positiver Druck, der dann beim Ausatmen in das Gerät entsteht. Und der wirkt sich dann eben positiv auf den festsitzenden Schleim aus, den man lösen kann, erleichtert das Abhusten und eventuell die Reduktion von Medikamenten. Ja, das heißt also, man atmet hier hinein aus. Hier sind verschiedene Größen, wo man einstellen kann, je nachdem hat man ein großes Volumen, kleineres Volumen, so wird also hier wieder der Widerstand eingestellt. Auch das kann man wunderbar auseinandernehmen und kann das dann entsprechend gut reinigen. Ja, dann kommen wir noch zu unserem nächsten. Das ist diese hier. Das ist der Flutter. Der Flutter befreit auch den Zehenschleim, bringt die Atemnot. Kann wunderbar aufeinander gebaut werden, hygienisch sehr gut einsetzbar, diese Kugel, die führt zu Schwingungen. Hier kann man jetzt keine Stärke einstellen, das konnte man bei den anderen machen, hier nicht. Hier ist auch wichtig, dass man das wirklich waagrecht hält und dann da hinein ausatmet und über die Nase ein. Ja, das heißt also, hier entstehen Druckschwankungen, wenn man dann gegen die Kugel ausatmet. Atemluft kommt dann so in Schwingungen und diese Vibrationen führen dann dazu, dass sich der Schleim lockert, von der Wand löst und dann abgehustet werden kann. Ja, jetzt machen wir kurz die Geräusche vor, die da entstehen, bei dem Flutter. Ja, das ist ein relativ langsames oder schnelles Geräusch, je nachdem wie kräftig man atmet. Da muss man schon ordentlich Druck aufbauen. Wer nicht ganz so viel Druck aufbauen kann, der ist hier mit dem Cornett besser beraten. Das hört sich so an.
die Geräte kann man sich alle verschreiben lassen von einem Arzt. Am besten man probiert mal beim Therapeuten aus, was für einen sinnvoll ist. Oder hat es in der Reha-Klinik schon mal ausprobieren können. Ja, das ist ein kleiner Überblick dazu, was es für Möglichkeiten gibt. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen weiterhelfen. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach in die Kommentare schreiben. Beziehungsweise einmal die Glocke und den Subscribe-Button anklicken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.